Wir befinden uns hier auf der Piste 32 in Rohrmoos. Hier findet heute der Advanced von Super-G statt. Es ist wirklich gutes Training gefragt und ohne guten Training kann man diese Piste nicht mehr befahren. Mein Herz schlägt wirklich für die Welt und wirklich für diese Sportler, die haben es verdient. Wir haben ein bisschen Langlauf zugeschaut zum Mittag. Das ist schon sehr, sehr, sehr schön zu sehen, mit welcher Konzentration, welcher Motivation da die Teilnehmer unterwegs sind. Ich glaube, der Sport ist die ideale Drehscheibe. Da geht es nicht nur mit Menschen, mit Handicaps, dass man sie in die Gesellschaft integriert, dass man sie mitten in der Gesellschaft auch behält, sondern der Sport ist generell, glaube ich, ein Bereich, wo man auch Integration leben kann, dass man diese gesellschaftlichen Barrieren, die es ja noch für sich gibt, oder diese Unterschiede, die man aufbrechen kann, wo es einen ganz anderen Zugang oder ein ganz anderes Miteinander gibt.